Herr Bürgermeister, was ist es hier für eine Feier im Rathaus? Ja, ich bin sehr froh, dass ich gerade eben aus den Händen des Ehrenbotschafters von Fairtrade Deutschland, Herrn Holz, die Urkunde für die Stadt Schleswig in Empfang nehmen durfte, dass wir uns jetzt Fairtrade Town nennen dürfen. Was hat Schleswig davon, dass es sich jetzt Fairtrade Town nennen darf? Es ist ein deutliches Signal, dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit, Solidarität, gerechte Bezahlung von denen, die die Produkte herstellen, Gleichberechtigung, Vermeidung von Kinderarbeit, Nachhaltigkeit, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir in Schleswig Geschäfte haben, die faire Produkte handeln, und deswegen haben wir die Urkunde bekommen. Herr Holz, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit sich eine Stadt Fair Trade Town nennen darf? Es sind 5 Kriterien, die eine Stadt oder ein Landkreis erfüllen müssen. Erste Kriterium ist ein Ratsbeschluss. Das zweite Kriterium, eine Steuerungsgruppe zu bilden aus der Zivilgesellschaft. Das dritte Kriterium ist, dass Vereine, Schulen und Betriebe mitmachen. Das vierte Kriterium ist, je nach Größe einer Stadt, zum Beispiel hier in Schleswig, mussten insgesamt 6 Geschäfte mindestens 2 Produkte führen, und es waren hier 13 Geschäften und 3 gastronomischen Betriebe. Die Stadt wollte sich für den fairen Handel einsetzen, damit eben auch Vorbild sein für Bürger und Bürgerinnen. Das haben wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir unsere Aktionen, wenn wir unsere Ansprachen an die örtlichen Gewerbe, an die örtlichen Gastronomen und so weiter geführt haben. Herr Lemmermann, warum hat sich die Bäckerei Schmidt an dieser Aktion Fair Trade Town schließlich beteiligt? Ja, für uns war die Frage, ob wir einen neuen Kaffeepartner nehmen und suchen, und das haben wir im letzten Jahr gemacht. Und da war uns wichtig, dass wir mit was anderem rauspunkten als nur mit Kaffee, sondern haben uns dann entschieden, einen fairen Kaffee zu kaufen. Ist das für Kunden von Nachteil? Wird der Kaffee jetzt dadurch teurer? Nein, das war für die Kunden kein Nachteil, weil selbst dieser faire Kaffee kostet nicht unbedingt mehr. Herr Scharuhe, wie hat der TSV Friedrichsberg dazu beigetragen, dass Schleswig jetzt Fairtrade-Stadt nennen darf? Wir haben 2021 mit BEI, Bündnis Eine Welt, eine Kooperation geschlossen und haben unter fairen Bedingungen hergestellte Fußbälle als erster Verein landesweit in den Betrieb aufgenommen, in unseren Spielbetrieb. Was bedeutet es Ihnen, was bedeutet es dem Verein, dazu beigetragen zu haben, dass Schleswig eben ab heute Fairtrade-Stadt ist? Es ist natürlich unheimlich wichtig. Gerade die Kleinen können auf spielerische Weise kennenlernen und erfahren, was es eigentlich bedeutet, unter fairen Bedingungen hergestellte Utensilien zu nutzen. Viele Menschen wissen ja gar nicht, unter welchen Bedingungen und vor allem, wer diese Sachen herstellt, nämlich meistens kleine Kinder. Und das muss den Kindern auch spielerisch beigebracht werden, damit sie auch dafür ein gewisses Verständnis aufbauen können. Isabel, welchen Beitrag hat die Jugendkonferenz Schleswig dazu beigetragen, dass Schleswig nun Fair Trade Town ist? Ja, also wir haben damals eben den Antrag geschrieben, dass die Stadt Schleswig sich doch bitte bemühen sollte, Fair Trade Town zu werden. Der wurde dann damals ja auch einstimmig angenommen. Was verspricht sich die Jugendkonferenz Schleswig davon, von diesem Gütesiegel für ihre Stadt? Ja, dass die Stadt Schleswig eben halt auch weitermacht und auch am Ball bleibt. Wie geht es jetzt weiter? Ruht man sich jetzt auf dem Gütesiegel aus? Nein, das geht nicht. Also dieses Gütesiegel wird auch nicht auf Dauer verliehen. Wir müssen nachweisen, dass wir an dem Thema dranbleiben, sonst könnte es uns auch irgendwann mal entzogen werden, und das wollen wir natürlich gar nicht. Die Steuerungsgruppe hat erklärt, dass sie weiterarbeiten werden in veränderter Besetzung. Wir werden dann auch als Verwaltung stärker unterstützen müssen, als wir das bisher getan haben. Da wird die Politik sicherlich bereit zu sein, dass wir da ein bisschen was anfüttern können noch, sage ich mal. Es geht jetzt darum, das Thema auszubauen. Wir haben jetzt die Kriterien erfüllt. Es gibt einige Geschäfte, die mitmachen. Es gibt noch mehr Produkte, die man anbieten könnte. Wir können auch auf andere Unternehmen zugehen, die da mitmachen. Da gibt es noch viele Ideen.